Hallo bei Josis Handicrafts. Ich zeige dir, wie du aus ein paar Schnüren und ein paar Schraubenmuttern ein Armband machen kannst. Mit einem Verschluss. Dazu brauchst du einmal Arbeitsfäden, zwei Stück. Du misst deinen Armumfang am Handgelenk, nimmst den mal 4 und addierst 40 cm dazu. Wenn dein Armumfang 15 cm hat, dann nimmst du den mal 4, ergibt 60 cm plus 40 sind 100 cm oder 1 Meter. Dann brauchst du noch Ruhefäden. Du misst wieder deinen Armumfang und nimmst den einfach plus 40 cm. Wenn dein Armumfang 15 ist, dann 15 plus 40 ergibt 55 cm. Auch die Ruhefäden brauchst du zweimal. Wenn ich meine Ruhe, meine Arbeitsfäden abgeschnitten habe, nehme ich sie alle so in die Hand, dass sie gleich anfangen. Und dann ziehe ich ein Stückchen raus, ungefähr so gute Handbreit. Dann nehme ich meine Foldback-Klammer und halte es so fest. Und die kann ich dann irgendwo einhängen. Ich habe zum Beispiel hier meinen Locher und kann es hier an der Seite kurz anhängen. Und dann lege ich die Ruhefäden in die Mitte und die Arbeitsfäden rechts und links davon an die Seite. Und jetzt muss ich immer mit den Arbeitsfäden abwechselnd arbeiten. Ich fange mit dem linken an, lege den hier so zu einer Schlaufe oder zu einem C oben drüber, nehme den rechten Arbeitsfaden und lege ihn drüber, dass ungefähr so eine 4 ausschaut. Und dann nehme ich den Arbeitsfaden, der drüber geht, und schiebe ihn unter den Ruhefäden durch und hole ihn raus. Und jetzt ziehe ich einmal oben fest. Nicht zu fest, dass hier oben nichts mehr rausfällt. Das einfach einmal so halten. Und jetzt mache ich mit dem rechten weiter. Ich habe hier rechts so einen kleinen Knoten. Und da kann ich mir merken, mit dem muss ich jetzt weitermachen. Also lege ich jetzt hier den rechten Arbeitsfaden zu einem C, zum Falschrummen, lege den drüber und den gebe ich dann wieder hier unten durch. Und ziehe wieder an. Jetzt ist der Knoten hier auf der Seite. Jetzt nehme ich wieder den linken. Und das mache ich jetzt ungefähr so, bis hier so ungefähr 10 Knoten sind. 10, 15, je nachdem, wann ich mit meinen Schraubenmuttern anfangen möchte. Das ist der Knoten wieder hier. Also nehme ich den. Wenn ich mal aufhöre dazwischen, eine Pause mache und dann wieder weitermachen möchte und nicht mehr weiß, ob ich jetzt rechts oder links war, dann kann ich immer auf meine Knoten hier gucken und sehe, mit dem Arbeitsfaden muss ich weiterarbeiten. Jetzt kann ich meine erste Schraubenmutter auffädeln. Und dann arbeite ich einfach weiter und schau mal, wie viele Knoten ich brauche. Ich habe jetzt 4 Knoten dazwischen gemacht und jetzt nehme ich meine nächste Schraubenmutter.
Und damit kann ich weitermachen, so lange wie ich mein Armband möchte. Arbeite so lange weiter, bis dein Armband fast komplett um deinen Arm rumgeht. Und dann nimmst du das Armband und legst es zu einem Kreis zusammen. Dann nimmst du die Ruhefäden und legst sie jeweils auf die andere Seite. Achte darauf, dass die zwischen den Arbeitsfäden liegen. Und dann kannst du die festmachen. Hier auch die Ruhefäden zwischen die Arbeitsfäden legen und am Armband kurz festmachen. Jetzt musst du hier noch 2-3 Knoten weitermachen, aber nicht nur um 2, sondern um alle 4 Arbeitsfäden. Also hier mal den Knoten, das heißt, hier lege ich das C rum. Und kipp's unten durch und knote jetzt alle 4 fest. Schiebe ich zusammen und richtig gut festziehen. Und jetzt muss ich diese beiden Arbeitsfäden in die Richtung im Armband hier an der Seite vernähen. Dazu nehme ich eine Stecknadel ohne Spitze, kann man auch mit Spitze nehmen, ohne tut es weniger weh. Dann fädel ich ein . Je dünner ich die Nadel wähle, desto schwieriger ist das Einfädeln, aber desto einfacher ist es dann hier zu vernähen. Also beim Vernähen gehe ich immer hier zu den Arbeitsfäden zurück, zu den Ruhefäden mit rein. Es ist einfacher, wenn ihr immer nur einen Knoten vernäht und dann durchzieht. Ansonsten braucht ihr wahrscheinlich eine Zange zur Hilfe, damit ihr die Nadel durch die vielen Knoten durchbekommt. Mal schauen, ob es durch 2 durchgeht. Was ist nicht sehr einfach. Ja. Schaut, dass ihr so oft vernäht, wie es geht. So weit, wie ihr die Nadel halt hinterbekommt, dass ihr es durchschieben könnt. Und dann können wir es ganz nah hier abschneiden. Dann verschwindet der Faden im Armband. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Hier ist der Knoten. Nach dem Vernähen müssen wir einmal das Armband um die Hand machen. Und die roten Fäden dann so ziehen, dass wir uns das Armband noch aus- und anziehen können. Und jetzt müssen wir hier an den Enden einen Knoten machen. Schön festziehen und an die andere Seite auch. Wenn ich den Faden abschneide, nicht zu nah am Knoten abschneiden. Immer ungefähr 1 Zentimeter freilassen. Und es kann sein, dass hier die Enden sich auflösen, ein bisschen, dass die Fäden aufgehen hier. Wenn das nicht passieren soll, dann kannst du die ein bisschen verschweißen
oder verkleben. Da gehst du bitte zu einem Erwachsenen und bittest ihn, mit einem Feuerzeug das ein bisschen heiß zu machen und das zu verkleben. Mach das aber bitte nicht alleine. Und jetzt hast du das Armband mit einem Verschluss fertig.